Müssen wir mal gucken. Aber naja, wir kriegen ja auch bald demnächst eine Ernte rein. Hallo? Hallo? Ach, servus Jürgen. So, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht bezüglich Mist und bla. Hättest du so in um 3 Zeit vorbeizukommen? Dann könnte man da mal ein bisschen schauen, was möglich ist. Ich mach gleich Feierabend. Ach so. Okay. Bist du die Woche dann nochmal da? Diese Woche nicht mehr, nee. Nächste Woche. Dann müssten wir vielleicht Montag oder Dienstag nächste Woche nochmal quatschen. Okay. Gut, dann machen wir es halt so. Okay. Gut, dann wünsche ich dir ein paar ruhige Tage, ne? Jo, danke, gleichfalls. Jo, bis dann. Beim Bauhof ist gleich keiner mehr zu erreichen, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Der Dings ist gleich auch weg. Okay. Und nächste Woche ist er nicht da, der ist wieder mit seiner Berufsschule. Oh, die Gott. Zweite Woche unterwegs, ja. Naja. Als Lehrling. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Jo, okay. Bis dann, tschö. Jo. Macht der eine Woche blau, ey. So, gut. Okay. Gut, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier mal ein bisschen. Hier ein bisschen Kahlschlag mache. Ich glaube, ich mache hier ein bisschen Kahlschlag. Machen wir hier ein bisschen Platz, kriegen wir ein bisschen Geld rein. Und hier müssen wir halt dann noch ein bisschen Platz machen nach hinten, so weit wie geht. Dass wir da noch ein paar Bäumchen pflanzen können. Ein paar Gewächshäuser hinbauen können. Sollte sich ausgehen von der Breite her. Gott, ja. Weg damit. Okay, gut, dann mache ich hier ein bisschen. Bisschen in Baumfell arbeiten. So. Zum Eigenerwerb ist das ja kein Ding, aber beruflich will ich das jetzt nicht mehr machen, ey, hier, Förster. Da habe ich lange genug mitgemacht. Lass ich dann nächste Woche vom Harry abholen, denke ich. Das ist ein bisschen ungeschickt. Da müsste ich gleich mit dem Frontlader mal ran. Jetzt geht mir die Polente auf den Leib. Ja. Genau deshalb. Alter. Geht. So, und das passt.
Bin ich mal gespannt, ob ich den hier ordentlich gefällt krieg. Das ist ein bisschen lang. Ich hoffe, dass der Wind mitspielt. Oh! Oh. Oh, das ist aber ein bisschen ungeschickt. Kann ich dir behilflich sein? Ich wollte bloß für Instagram kurz ein Bild schießen. Alles gut. Okay. Haben Sie den Baum da drüben schon mal gesehen? Ja. Ja, ja. Akrobatisch. Ja, müssen wir aufpassen, gell? Ja, der könnte... Der wird hier von der Birke gehalten. So. Wünsche ich Ihnen noch viel Glück. Danke. Kann ich brauchen. Ja, glaube ich. Oh, hier fast auf die neue Sämaschine, ey. Gucken wir mal, ob ich das hier ordentlich zu Ende krieg. Oh, oh, oh. Schnell zurück, schnell zurück. Ach, shit, ey. Ja. Ja. Hans? Ja. Du, ich brauche noch mal so eine, wie heißt denn die? Eine Kuhn TF. Noch eine. Ja, meine ist total schaden. Ist gerade total, ist voll ein Baum drauf gekracht. Wie ist das denn passiert? Der Wind hat den Baum, warte mal, ich höre dich nicht. Also ich habe eine große Fichte gefällt. Die ist auf eine Birke gefallen, ist da oben liegen geblieben. Dann habe ich die Birke gefällt und dann ist die Fichte von der Birke auf die TF gefallen. Jetzt kann ich die TF wegschmeißen. Ja. Kannst du mir da eine liefern? Geht das? Ja. Ja, und würdest du dann die alte TF auch gleich mitnehmen zum Verschrotten? Ja, dann hole ich die zuerst ab. Okay. Nee, bring doch gleich die alte mit. Die neue mit. Das musste zweimal hin und her. Ja. Okay, gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Gott, oh Gott, was soll denn das hier, ey? Hallo? Hallo? Jürgen, was ist denn bei dir los, ey? Was du denn? Meine Sämaschine schrotten. Guck mal hier. Voll der Baum drauf geknallt. Ja, ja. Dein Telefon geht. Oh, glaube auch. Hallo? Hallo. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Nur der Frontteil oder nur die... Nur das Heckteil. Die Sämaschine, oder? Moment. Also, wo das Saatgut eingebracht wird in die Erde. Ja, genau, der Grubber und das Ding. Okay. Den Fronttank habe ich knapp daneben getroffen. Also, der ist heile geblieben. Okay. Gut, danke. Tschö. Dachte, du musst los. Ja, ich mache jetzt gleich auch Feierabend.
Ich muss aber noch die Schilder aufstellen. Ach so, ja, das wäre sinnvoll. Soll ich denn deine hinstellen? Irgendwo ja. Ins Eck. Hier irgendwie mit hin. Ja, irgendwo, wo es nicht auffällt, wäre schön. Okay. Warte mal, reicht das bis zu dem Auto? Ich hoffe mal. Nicht, dass ich hier das Polizeiwägelchen kaputt mache. Kannst auch sonst wegfahren, Schlüssel steckt ja. Naja, müsste passen. Wahrscheinlich so wie mit der Sämaschine. Achtung. Nee, das war gut. Guck mal, ich hab die jetzt hier hingestellt. Moment, hör nix. Ah, perfekte Mo. Aber richtig? Ich glaube, du hast sie falsch gemacht. Gern. Moment. Nee, hab sie bei dir gemacht. Passt. Okay. Passt schon. Passt schon. Gut, drin. Vielen Dank. Jo, dann noch viel Spaß hier, ne? Jo. Ciao. Tschüss. Birkengestrüpp. Ah, der Hans-Peter ist da. Ja, das ist. Hans! Ja? Jo, genau, den hinteren Teil, den. Der, weißt du, das Ding oben ist verbogen, der Verteiler. Oh, das ist schlecht. Ja. Guckst halt, was du beim Händler noch, beim Schrottplatz noch dafür kriegst. Nein, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja. War jetzt auch nicht so teuer. Pass auf, ich muss wenn. Achso. Ja, aber ist ja fast. Naja, ist egal. Ist nur noch Schrott. Aber okay. Gut, ja, danke. Oder? Danke dann. Tschüss. Ja. Das Feld wäre fertig gespritzt. Okay, was kriegen sie? Ich glaube, sie blockieren gerade die Einfahrt. Oder? Nee, der kommt durch. Nee, das, ich hab nicht. Was denken Sie? Was haben Sie denn letztes Mal gekriegt? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube ein Fünfer, oder? Könnte sein. Ich weiß ja nicht, lange war es nicht, war höchstens eine Stunde. Ah, oh, dann kriegen Sie mal 3. Danke, das ist nett. Jo, bitte. Jo. Gut, danke erstmal, sonst tschüss. Kann ich bei Ihnen nichts tun? Nur wenn sie einen Anhänger hätten, um Holz zu transportieren. Nee. Kennt sie einen Förster? Ja, aber der ist gerade nicht da. Das ist blöd. Weil sonst. Was ist das denn für eine schicke Maschine? Das ist meine neue Sämaschine. Ah, das stimmt. Also Sämaschine Teil 2, weil die eine habe ich gerade geschrottet. Wie haben sie denn das geschafft? Na, der Baum auf der Birke ist auf den Verteiler hinten gefallen. Oh. Jo. Ich hoffe, Ihre Versicherung, Sie sind gut versichert. Naja, ich habe jetzt gleich schon eine neue geordert beim Hans-Peter. Okay. Ja, ist halt so, ne? Ja. Steckt man nicht dran. Jo, gut, danke erstmal. Tschüss. Diese Birke, ey. Ich hasse Birken. So. Aber warum geht denn das nicht? Sieht man hier nichts. Ich glaube, ich muss den anderen Baum hier noch fällen. Das ist gut, der
Ist nochmal gut gefallen, ey. So, ein bisschen Mikado spielen hier. Passt. Wir haben es später. Was ist mit dem doofen Baum hier los? So, gut. Dann haben wir erstmal einen Großteil hier erledigt. Haben wir hier eine neue Freifläche gewonnen. Was wir da drauf machen, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich mache die zwei hier noch weg.